gentlemen. We are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen The Forest. Ja, was ist gerade passiert? Anscheinend sind wir abgestürzt. Neben uns anscheinend unser kleiner Sohn sitzend, der Timmy. Und ja, wie wir sehen konnten, wurde er anscheinend entführt. Und wir machen uns auf die Suche nach ihm, wir versuchen zu überleben und gucken mal, was uns dieses Fleckchen Erde, wo wir hier geblieben sind, gelandet sind. So, wir gucken uns als erstes mal hier ein bisschen im Flugzeug um und sammeln mal hier so ein bisschen Sachen ein. Und gucken mal, was uns hier so erwartet. Das Essen nehmen wir mal alles mit hier. Die Soda-Dosen. Ja, eine Holzfäller-Axt. Und wie ihr sehen könnt, sind wir hier mitten im Wald gestrandet. Da irgendwas übersehen hier? Nö, anscheinend nicht. Okay. Gut. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Chicorée. Steine können wir einsammeln. Nehmen wir natürlich mit. Okay, ich möchte eigentlich noch gar nicht so ganz so weit weg vom Flugzeug, wenn ich ehrlich bin. Koffer. Können wir aufmachen. Snacks gesammelt. Ein Stock. War auch noch ein Stock. Den nehmen wir natürlich mit. Steine haben wir genug. Ja, das ist nicht viel Ausbeute hier, würde ich sagen. Gucken wir uns mal hier in der näheren Umgebung. Hier ist nochmal noch ein paar Koffer. Aber ansonsten ist hier weiter nichts. Okay, was haben wir hier? Oh, da unten liegen noch die Koffer, 4 Stück. Da gehen wir gleich mal hin. Vorher gucken wir hier hinten nochmal in die andere Richtung. Hallo Tier. Die Stöcker nehmen wir auch mal mit. Wer weiß, wofür es gut ist. Das
Okay, wir laufen mal da drüben rüber, dass wir runterkommen zu den anderen Koffern, dass wir die nochmal mit geknackt kriegen. In der Hoffnung, dass da nochmal irgendwas Brauchbares drin ist. Die Dinger auch. Naja, anscheinend nicht. Okay, bergabwärts und unten noch zu diesen vier Koffern mal. So, blutige Arme sind auch weg. Sehr schön, wir sind sauber. So muss das sein. Okay, sind ja einige nette Sachen noch mit dabei. Ah, neue Kleidung. Kann nie schaden. Okay. Ja, ich denke mal, dann haben wir erstmal soweit unser erstes unsere erste Erkundung gemacht. Wir sollen die Taste B drücken, um unser Handbuch zu öffnen. Wir gucken uns das Ganze mal an hier. Wenn du einen Gegenstand herstellen möchtest, dann musst du die nötigen Mengen an Ressourcen sammeln. Du siehst die Rezepte, wenn du mit dem Cursor über das Zahnrad fährst, nachdem du einen Gegenstand hinzugefügt hast. Drücke I, um das Inventar zu öffnen. Das ist die Herstellungsmatte. So, Gegenstände reinklicken. Okay. So, hier oben leuchtet das. Finde Timmy. Baue ein Timmy. Ja, schon klar. Baue dein Lager. Finde die vermissten Flugzeugpassagiere. Statistiken. Und das sind Sachen, die wir so gesehen haben. Okay. Dann drücken wir mal wieder. Das ist unser Inventar. Was haben wir hier? Stöcke. Können wir die irgendwie kombinieren? Okay. Zwei Stöcke macht ein Speer. Den können wir verbessern mit wahrscheinlich, genau, mit Stoff und Knochen wahrscheinlich. Rüsten wir das Ganze mal aus. Okay, ich hätte gerne den Speer. Ja. Taste 1. Das ist Timmy. Okay, ich muss sagen, Timmy ist ganz schön hässlich. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Okay, das sind irgendwelche Notizseiten. Das leuchtet hier noch. Schritt 1. Baue dir eine Unterkunft. Dort kannst du schlafen und dein Spiel speichern. Ein Jagdunterstand. 7 Stöcke, 6 Steine, 7 Baustämme. Okay. Machen wir. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstes mal so ein bisschen hier in der Gegend um. Wo wir hier überhaupt sind. Okay, das gibt also neue Stecker, wenn ich die dünnen Dinger kaputt mache. Das können wir einsammeln. Verloren. Geht schnell einmal im Kreis drehen und schon weiß der Bullgaming schon nicht mehr, wo er ist.
haben wir hier? Hallo? Unten am Strand. Da. Oh Gott. Da laufen welche. Geht weg. Ich tue euch nichts. Okay. Okay, ich glaube, die sind abgehauen. Können wir in der Zwischenzeit hier einfach nochmal die Koffer aufmachen? Ich glaube, man hört sie ganz gut. Hallo? Wow! Die hat mich angegriffen. Neues Tier entdeckt? Wo habe ich gerade ein Tier entdeckt? Ach, eine Schildkröte. Och, wie süß. Hallo. Oh. Okay, die ist kaputt, die Schildkröte. Oh. Wo ist das, der Kopf? Ihr habt das einfach nicht gesehen, okay? Aber wir müssen überleben. Was gab denn das jetzt überhaupt? Ein Schildkrötenpanzer? Rohes Fleisch. Okay. Sind eigentlich soweit alle auf. Wir sammeln mal hier noch irgendwie diese kleinen Steine ein, wofür auch immer die gut sind. Da sind noch mehr Koffer. Haie. Also die Koffer sind gar nicht mal so schlecht, um hier, denke ich mal, sich so die Erstausstattung zu organisieren. Oh, das war zu nah. Okay, Medizin kann ich keine mehr tragen. Das waren anscheinend Batterien. Geld. Ja klar, ich gehe gleich zum Kiosk. Ein Grab. Licht irgendwas. Oh, was ist das? Ein Schiff? Eine Yacht? Okay. Ja. Das Schiff da eventuell. Eine Flasche. Oh, ich kann mal einsammeln. Ein MacBook? Eventuell. Okay, wollen wir mal gucken, ob wir da rüber schwimmen können. Mal gucken, vielleicht ist da ja irgendwas, was uns hilft.
Eine Zeitschrift. Yacht Summer Edition. Mhm. Okay. Seil. Da ist noch ein Seil. Okay, gucken wir mal nach unten. Ist noch ein Foto. Ein Teddybär. Okay. Da kommen wir anscheinend nicht rein. Alkohol. Jede Menge Snacks. Soda. Oder ist noch... Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Druckluftflaschen. Okay. Ich würde sagen, wir haben hier gerade mal einen Jackpot geknackt. Eine Kassette. Eine Milchtüte. Ah ja, Missing. Okay, wer auch immer du bist. Geld. Können wir speichern. Das ist gut. Das machen wir gleich mal. C. Aber schlafen können wir noch nicht. Okay. Ich würde sagen, dann gucken wir uns nochmal das Inventar an. I. Was haben wir denn jetzt hier alles? Druckluftflaschen. Füllt das Tauchgerät. Okay, ein Tauchgerät haben wir nicht. Soda. Hier haben wir Futter. Alkohol, Isolierband, Blätter, Steine, Seile, rohes Fleisch, Chicorée, kann zum Herstellen von anderen Objekten genutzt werden. Passagierliste. Okay. Kassette, kombinieren. Kassette 1. Ausrüsten. Oh yeah! Party! Poppige Musik. Oh yeah, wo sind die Beach Girls? Wuhu! Ich bin der König der Welt! Naja, nicht wirklich. So ein Seil. Gib mir mal mein Speer bitte wieder. Gut, jetzt ist die Frage, ich glaube, die Sonne geht gerade unter. Kann ich jetzt... Schlafen kann ich so noch nicht. Aber ich würde sagen... Gucken wir mal hier. Bau ein Lager. Baue Verteidigungsanlagen. Okay. Unechte Karettschildkröte. Okay, hier sind die ganzen Fotos. Was auch immer das da oben ist. Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall komisch aus. Okay. Gut, gucken wir uns das Buch mal hier noch ein bisschen. Was haben wir hier? Schritt 2, baue ein Lagerfeuer. Und das sind
Bären. Hier ist ein Beispiel für zwei Bären, die sich sehr ähnlich sehen. Die einen sind essbar, die anderen sind giftig. Okay, essbar sind die Blaubeeren mit ovalen Blättern. Giftig sind die schwarzen Heckenkirschen. Beeren sind dunkel, glänzend schwarz und wachsen in Paaren. Die Beeren sind indigofarben und tragen eine kleine Krone. Mhm. Ja, cool. Hier kann man so Sachen bauen. Unterkünfte. Blockhütte, kleine Blockhütte. Hasenkäfig, Garten, Trockengestell, Wassersammler. Ah, dafür braucht man so einen Schildkrötenpanzer. Okay. Stocklager. Baumstammlager. Steinlager. Baumstammschlitten. Waffenhalter. Sprengstofflager. Oh Gott. Schränke. Felllager, Rüstungsgestell, Knochenkorb, Fallkorb. Eigenes Fundament, eigene Wand, eigener Boden. Okay, hier kann man jede Menge Sachen in Eigenregie bauen. Baumhaus. Cool. Kletterseil, Signalflagge. Baumharzsammler. Holz. Ach, das sind Möbel jetzt hier anscheinend. Okay. Molotow-Stolperdrahtfalle. Ach du meine, kleine Fallen sind das. Ist ja geil. Sprengstoff-Stolperdrahtfalle. Boah, was man hier alles machen kann. Sturzfalle. Boah, heftig. Verteidigungsdorn. Verteidigungswand. Katapulte. Boote kann man bauen. Das ist ja nice. Ein Steg. Großes Floß. Ein SOS-Signal. Errichte ein Signal. Gib nie die Hoffnung auf. Die To-Do-Liste. Okay. Oh, es ist dunkel. Okay. Mal gucken, vielleicht können wir ja schlafen. Oh ja, geht. Okay, und damit würde ich sagen, wir speichern einen noch einmal. Und das war's dann zur ersten Folge The Forest. Ich würde sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal nach einem Lagerstätte um, wo wir uns niederlassen können und werden so das erste Lager mal aufbauen. Die erste kleine Hütte und ich würde sagen, bis dahin bin ich raus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr mehr sehen wollt, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao und tschüss.